Favoriten zu benennen, ist das eine, aber selten dienen Einzelergebnisse oder zurückliegende Erfolge für aktuelle Prognosen. Zum Beispiel die Norwegerinnen mit 3 Medaillengewinnerinnen sind theoretisch Favorit hier. Mathe Olsbu, Reuseland, aber Einzelergebnisse zusammenzuzählen ist nicht, ist auch kein guter Ratgeber für die Staffel. Papierform-Favoriten sind oft schon gestürzt. Deshalb ist eine Staffel immer wieder von Neuem anzugehen. 4 Athletinnen müssen tolle Leistungen bringen. Auch die Französinnen sind gefragt. Wenn eine einen Ausreißer hat, müssen 2 über sich hinauswachsen, damit es am Ende doch wieder ein gutes Ergebnis wird. Und so geht es vom Startschuss wie in jedem Rennen, auch in der Staffel. Von Neuem los, nichts kann man sich kaufen für zurückliegende Erfolge. Vanessa Hinz, Franziska Hildebrandt, Denise Herrmann, Laura Dahlmeier verteidigen hier den Titel aus 2017 aus Hochfilzen. Und Sie sehen, jetzt geht's gleich los. Rechts die Norwegerin, in der Mitte die Französin. Und dahinter in der zweiten Reihe im gelben Anzug für Schweden Linn Persson, die Startläuferin. Für Norwegen ist es Synnøve Solemdahl, vielleicht so ein kleiner Schwachpunkt im Team. Und bei den Französinnen Anaïs Chevalier. 23 Staffeln insgesamt, die hier rausgehen auf die erste 2-Kilometer-Runde. Bisherhin alles unfallfrei vonstatten gegangen. Kein Sturz, kein Stockbruch. Man hat sich gut sortiert. Jetzt der Anstieg unten noch etwas breiter, wird nach oben immer etwas enger werden. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht verhakt. Und Chevalier, ja, ist eine laufstärkere Athletin. Die müsste eigentlich das Tempo gleich hoch halten. Hier sehen wir Lisa Theresa Hauser für Österreich da hinten mitlaufen, um das Feld unter Druck zu setzen. Aber jede Staffel ist neu und man muss auch so etwas in sich reinhören. Kann ich es mir erlauben, am Anfang das Tempo hochzuhalten? Läuft der Ski so im Vergleich? Ja, ist immer so eine Einschätzungssache und hier sieht es nicht so aus. Lisa Vitozzi geht nach vorne, dass es ein sehr hohes Tempo wäre jetzt. Also die Italienerinnen vom Start weg, gleich mit der Führenden im Gesamtweltcup mit Lisa Vitozzi. Eigentlich auf Angriff für Vanessa Hinz wird es darauf ankommen, im Verlauf ihres Rennens, ihres Abschnittes hier vorne mit dabei zu bleiben, die Mannschaft im Rennen zu halten, ganz zu Beginn sicher zu schießen. Und da sind wir sehr gespannt, wie es um das Selbstvertrauen von Vanessa Hinz besteht. Zweite ist sie ja mit der Mixstaffel geworden hier, also eine Medaille hat sie gewonnen, aber in den Einzelrennen, da ist es nicht so gut für sie gelaufen, 65. nur im Sprint. Und da hatte sie keinen guten Anschlag beim Schießen, wie sie nachher im Interview gesagt hat. Jetzt nach dieser Abfahrt, die ganz kurze Abfahrt war das jetzt, da ist sie tüchtig aufgefahren, die Vanessa Hinz. Vielleicht aus dem Windschatten bedingt, aber das zeigt auf alle Fälle, dass der Ski gut läuft. Das ist ein erster guter Hinweis, gutes Material, eine der wichtigen Voraussetzungen für gute Ergebnisse. Nach 800 Metern die erste Zwischenzeit. Linn Persson hat sich da nach vorne gearbeitet an zweite Position. Draußen die Trainer aufgereiht zur Unterstützung. Sie kennen das. Informationen rüberreichen, anfeuern. Das ist die Aufgabe hier draußen. Also 3x2 Kilometer sind zu absolvieren. 2x wird jeweils geschossen für jede Athletin. Einmal liegend, einmal stehend. Schöne Bilder heute, dicht gesäumt, auch hier draußen. Mehr als 16.000, zwischen 16.000 und 20.000 Zuschauer sollen es heute sein. Bei den renommierten, klar, Staffelwettbewerben mit das Herausragende bei einer Weltmeisterschaft. Der Wettbewerb auf den Schweden, auf den Wolfgang Pichler und sein Team das ganze Jahr und die Jahre zuvor auch hingearbeitet haben. Die Staffeln, das ist das der Höhepunkt eigentlich für die Skandinavier oder für alle Teams eigentlich. Und heute gilt es und du hast es vorhin schon mal angetextet. Es kann durchaus auch ein Heimnachteil sein, wenn man hier vor so einer Masse heimischen Publikums läuft. Ja, und die Schwedinnen und Schweden, auch die Herren, haben ja einen Moment gebraucht bis zu ihrem ersten Erfolg. Bis zum Einzel hat es gedauert, also der dritten Disziplin.
bis Hanna Öberg sich durchsetzen konnte und hier die erste Medaille, gleich eine goldene, gewinnen konnte. Deshalb heute klares Übergewicht bei den schwedischen Fahnen, dicht gedrängt. Die Zuschauer im Stadion, im kleinen Schmuckenkästchen hier in Östersund, hoch über den Störsjönsee in Mittelschweden. So, Vanessa Hinz ist nach vorne gegangen. Jetzt geht es hier um diese Spitzkehre. Wenn Sie die Rennen diesen Tagen verfolgt haben, wissen Sie, dann geht es schon wieder runter Richtung Stadion, hin zum ersten Schießen. Na, Vanessa Hinz durch den 65. Rang im Sprint, nicht für die Verfolgung qualifiziert. Ganz bitterer Moment, musste sie am Fernseher zuschauen. Und in Mixed und in der Mixed-Staffel, wie gesagt, hat es ja für sie geklappt. Vanessa Hinz, Lisa Vitozzi. Für Norwegen, wie gesagt, Solemdahl. Persson für Schweden. Ski läuft gut. Vitozzi kommt gar nicht in die Versuchung, dass sie direkt vorbeifährt. Ein sehr gutes Indiz, dass der Ski von Vanessa Hinz hier wirklich gut vorbereitet wurde von unserem, von dem Wachstechniker-Team des Deutschen Skiverbandes. Die Bedingungen am Skistand beim Anschießen waren sehr gut, nur ganz wenig Wind. Hier sieht man es auch. Diese Windbewegungen haben nicht viel ausgemacht. Eine raste mal bei links oder rechts. Trotzdem muss man wachsam sein, Böen abwarten, das Risiko wählen. Also es gibt viel zu beachten jetzt. Und Vanessa Hinz ganz vorne auf Matte 1. Deutschland ja führend in der Weltcup-Wertung. Diese Rennen zählen ja auch zu dieser Wertung. Also wird schon fleißig geschossen jetzt. Der erste Schuss und Treffer für Vanessa Hinz. Gleich der erste Nachlader hinterher. Nachlader. Der Jubel gilt Lynn Persson, der Schwedin. Und jetzt kann auch Vanessa Hinz hinterher. Tschechien. Strafrunden, genau. Tschechien schießt sich ganz raus. Noch keinen Treffer. Hat schon drei Strafrunden sicher. Oh je. Auch Weißrussland. Die Olympiasiegerinnen von Pyeongchang, natürlich in diesem Jahr ohne Daria Domracheva, ohne Nadeshdas Cardino, die sind nicht mal dabei mit neuer Formation. Und ganz bitter erwischt es hier Tschechien. So, also Vanessa Hinz als Elfte raus, 7,6 Sekunden ihr Rückstand. Das ist weniger als der eine Nachlader. Alles eng beieinander, will das sagen. Die ersten 12 Teams innerhalb von 8,6 Sekunden. Und da haben wir das Tableau, eben Vanessa Hinz dann auf Seite 2, gleich an erster Position. Da haben wir sie ganz oben. Also bislang alles im grünen Bereich für die deutsche Mannschaft. Blick hier rüber, die Anlage ins weite Land, den großen See. Und jetzt wird es sicher ein wenig flotter zugehen auf dieser zweiten Runde. Leicht rechts tief war der Fehler. Sie haben das gut erkennen können auf diesen blanken Scheiben. Er war nicht weit daneben und macht es ganz gut, sehr gut gelöst. Die Ruhe bewahrt, das ist wichtig. Wenn man es nicht trifft, dann mit einem Nachlader bitte. Dann ist es auch gut. Und sie hat ja eben hier nicht so viel Rückstand bekommen, 7,6 Sekunden auf Danke, auf Merkuschina. Ja, da ist nichts verloren. Ja, aber starker erster Auftritt, erste Runde, erste Schießen von Susan Dunkley, die sich hier richtig was ausrechnen. Ihre Chancen werden in der Teamleitung da etwas höher eingeschätzt als bei den Männern dann später. Franziska Hildebrand sehen wir hier, die sich so langsam sortiert und bereit macht. Die einzige im Quartett ohne Medaille. Bislang sicher eine enttäuschende WM. Sie wird sehr, sehr motiviert sein, hier alles dafür zu tun, eine Medaille noch mit nach Hause nehmen zu können. Da war ein kleiner Sturz für Lisa Hecki. Nein. Ja, Vanessa Hinz hat drei Plätze gut gemacht. Auf Rang 8 nach vorne gelaufen.
USA, die Ukraine, dann Wischnewskaja für Kasachstan. Das waren die ersten drei nach dem Schießen. Die Französin an 4, Persson an 5. Und Vitozzi, und das sehen wir hier im blauen Anzug. Wischnewskaja, 23. Schon wieder auf Position 3 von 6 nach vorne gelaufen. Dann kommt Vanessa Hinz, da links zu sehen. Geht ihre eigene Spur, um vorbeizukommen, weitere Plätze gut zu machen. Gefällt mir sehr gut, Vanessa. Energischer als in den letzten Tagen, als wir hier sie beobachten durften. Bis hierhin läuft sie gut. Hat auch ja, diese Ausstrahlung beim Laufen, dass sie auch will und kann. Ski läuft. Also das sollte schon gelingen, da an den Besten dran zu bleiben. Macht sie wirklich bis hierhin sehr gut. Vorausgesetzt, sie übernimmt sich natürlich jetzt da nicht zum Stehenschießen. Ja, und Vitozzi hat die Führung übernommen, ist vorbeigegangen, auch an Susan Dunkley. Drückt ihr jetzt sicher ein wenig aufs Tempo als laufstarke Athletin. Und die dahinter kommen, unter Druck zu setzen, dann zum zweiten Schießen hin im stehenden Anschlag. Lisa Theresa Hauser sehen wir hier für Österreich. Vanessa Hinz geht hier an der Schwedin vorbei, in den Kurve, in der Abfahrt. Ski läuft gut, wie schon festgestellt. Bravo, das macht sie sehr gut. Und überholen bergab, das kostet einfach am wenigsten Kraft. So, Vitozzi vor Dunkley, Hinz auf Position 3, also 11. nach dem ersten Schießen. Wir haben es ja gesagt, der Rückstand war minimal mit 7,6 Sekunden. Aber sie hat das hier sehr, sehr gut gemacht. Hat sich von einem über den nächsten Platz nach vorne gearbeitet und jetzt einfach wieder ganz vorne mit dabei. So, Wischnewskaja von 2 auf 12 zurückgefallen. Läuferisch kann sie hier überhaupt nicht mithalten, die Kasachin. Da hilft dann doch am Ende auch das beste Schießen nichts. Dunkley, die 33-Jährige, guter Auftritt bis hierhin. Und vorne Lisa Vitozzi. Und dann geht's rein ins Stadion, rein in den Schießstand. Jetzt wird von vorne weg aufgefüllt. Vitozzi auf Matte 1. Sie ja schon. Mit 2 Medaillen, Silber im Einzel, Bronze mit der Mixstaffel und dann Vanessa Hinz. An 3. Zeitgleich springen sie auf die Matte. Wirkt schon viel, viel hektischer als beim ersten Schießen. Jetzt der erste Fehler bei Vanessa Hinz, der zweite hinterher. Die Ukraine geht raus als Führende. Oh, 3 Nachlader. Also sie muss jetzt alle Ziele treffen mit den 3 übrig gebliebenen Patronen, die sie einzeln einführen muss. Strafrunde für das deutsche Team. Strafrunde für Vanessa Hinz. Und damit geht es ein gutes Stück weit nach hinten. Ja. Bleibt bei der einen, den Rest konnte sie vermeiden. Schade drum, also da muss sie abbiegen. 6 Staffeln sind jetzt schon draußen. 8, 9. Und es kommen ja eben diese 150 Meter dazu und damit gut 23 Sekunden. Zum Thema Schießen passt gerade die Zuschauerfrage, warum ist es gut, wenn beim Schießen der Puls nicht zu stark runtergeht. Das gilt vor allen Dingen beim Liegenschießen, denn dort ist man mit dem Schießriemen verbunden, mit dem Gewehr. Und wenn der Puls zu niedrig wird, bekommt man einen harten Puls, so nennt man das. Und das Gewehr bewegt sich sehr. Der Ausschlag des Gewehres, die Amplitude ist etwas höher. Und beim höheren Puls ist es eben etwas flacher. Beim Stehenschießen gilt das nicht. Dort sollte man auf alle Fälle so schnell laufen. Es hat weniger mit dem Puls, mehr mit der Konzentration und mit der Kraft, die man noch hat. Und hier sehen wir die Fehler. Liegend, stehend, hoch und tief. Boah, der war weit weg. Ja. Eine harte Arbeit für Vanessa Hinz. Und da spürt man natürlich, wie sie rechts und links abhauen, weglaufen.
Da ist alle Erfahrung nötig, gute Nerven. Und die letzten beiden Ziele hat sie ja dann noch sauber getroffen, aber eben in die Runde abbiegen müssen. Rang 20, 54,1 Sekunden jetzt der Rückstand. Die Führenden vorne, die schießstarken Ukrainerinnen vor Schweden, vor Italien, dann die USA, Russland, Norwegen an 7. Französinnen mit Anaïs Chevalier mit 2 Nachladern insgesamt auf 13 zurückgefallen. Gute halbe Minute zurück. Und für die deutsche Mannschaft jetzt schon ein Rückstand von einer knappen Minute, 54 Sekunden insgesamt. Ja, Vitozzi wird sich gleich Merkuschina wieder schnappen. Auf der letzten Laufrunde für diese ersten Läuferin. Ja, Merkuschina eine der schnellsten oder vielleicht die schnellste Schützin im Feld. Mit 21,2 Sekunden jetzt wieder im stehenden Anschlag. Vorhin auch mit 21 Sekunden. Also das sind schon enorme Schießleistungen und ohne Fehler. Brutal gut. Ja, und für die Slowakei Ivona Fialkova, die schwächere der beiden Schwestern, Paulina, wird die Schlussläuferin geben. Davor dann noch Anastasia Kuzmina. Also wenn da die ersten beiden Läuferinnen gut durchkommen, dann hat auch die Slowakei eine sicher aussichtsreiche Position, um hier in die Medaillenränge zu laufen. Da haben wir es wieder drauf. Aufgesetzt, bis ins Ziel reinkämpfen. Und voll dran, Leute. Verliert nichts. 54, irgendeins Sekunden waren es, ja. Ja. Ein paar Plätze hat sie gut machen können. 4 insgesamt. So, und jetzt wehrt sich da vorne die Ukrainerin. Genau. Merkuschina gegen die Angriffe von Vitozzi. Dann die USA, dann Lynn Persson für Schweden. Hier gefeiert werden, unterstützt werden. Hat ihre Aufgabe sehr gut gelöst. Und wird dann jetzt gleich übergeben an Mona Brosser. Italien, wir haben es angesprochen, vorneweg ja mit Merkuschina Lisa Vitozzi. Da haben wir sie, jetzt ist sie vorbei. Etwas geschwächt, kurz vor dem Rennen musste Dorothea Wierer zurückziehen. Magenprobleme. Alexia Rungaldir wird an ihrer Position der Dritten nämlich mit ins Rennen gehen. Sicher dadurch geschwächt das italienische Team. So, energisch Lynn Persson hier um die Ecke. Evgenia Pavlova haben wir da gesehen. Für Russland mit der 4. Auch die Russinnen ja mit einem Sieg in dieser Saison. Im Oberhof war es. Die Frauen und die Männer haben dort gewonnen. Gemeinsam am Ende gejubelt, was nicht jedem so sehr gefallen hat. So, da haben wir Vanessa Hinz. Läuft Gott sei Dank noch gut. Sieht gut aus. Holt ja, die Französin auf. Ja, ja. Auf Chevalier. Sehr gut. Da kämpft sie sich wenigstens ein wenig zurück. Da vorne, das sind jetzt nicht die Top-Favoritinnen jetzt für die Medaillen, außer Schweden natürlich. Schweden ist im Augenblick die Mannschaft, die am meisten Vorteil hat. Absolut. Mona Brosson geht auf die Reise. Da haben wir sie groß im Bild für Italien. Nicole Gontier. Für die Ukraine jetzt nach Merkuschina. Vita Simarenko, also eine der beiden Schwestern. Für Norwegen Ingrid Landmark-Tantrevold, weitere Medaillengewinnerin. Und Vanessa Hinz noch mit einem Überholvorgang am Ende. Rang 14 für Franziska Hildebrand, die uns hier in die Kamera entgegenkommt. Also 5 Sekunden hat sie noch gut gemacht und vor allen Dingen auch 6 Positionen. Die davor sind nicht allzu weit weg. Also die Möglichkeiten sind noch da zu diesem frühen Zeitpunkt. Aber das wird sie kräftig wurmen, diese Strafrunde, die sie da sich geleistet hat. Und hier nochmal der Überholvorgang. Da geht es den weiten Weg außenrum und dann vorbei an der Französin. Also an der Laufform, an Material hat es heute sicher nicht gelegen. Am Material nicht und gelaufen ist sie hervorragend. Das kann man ihr bescheinigen. Sie hat im Stehendanschlag
schlecht geschossen für ihre Verhältnisse. Das kann sie besser. Aber es muss auch immer wirklich alles zusammenpassen. Und es ist noch lange nichts verloren. Es sind ja noch drei Athletinnen unterwegs. Also nach dem ersten Wechsel Italien vor der Ukraine und den USA. Lisa Vitozzi für Italien zum Wechsel hin. Drei Nachlader hat auch sie gebraucht. Dennoch vorneweg marschiert die Führende im Gesamtweltcup. Italien also ganz vorneweg kommt hier hoch. Und drei Nachlader ist das Stichwort. Hier kommt eine Zuschauerfrage. Muss man alle drei Nachlader verwenden oder könnte man direkt in die Strafrunde laufen? Es ist also so, für jeden nicht abgegebenen Schuss bekomme ich 2 Minuten Strafe. Das heißt also, das lohnt sich nicht. Ich gebe alle Schüsse natürlich ab, denn sonst bin ich ganz weg. Ja, Mona Bronson auf der 4. Position. Dann Mironova für Russland. An 5, dann die Slowakei. Also, die halten sich nach wie vor recht gut. Und hier für Norwegen Ingrid Landmark Tantrevold, die Silbermedaillengewinnerin im Sprint. Also schon mit einer Einzelmedaille dekoriert. Den Mixstaffel war sie nicht dabei. Da waren Smarto Olsby Reusseland und Kiri Lekhoff. Die werden wir als Nächste sehen. Für Norwegen dann. Aber zunächst einmal beobachten, wie es Franziska Hildebrand hier ergeht. Die wieder überholt wurde von Frankreich. Amonier ist vorbeigegangen. Jetzt wäre es klug, wenn Franziska hier sich anhängen könnte, die Runde fertig laufen mit ihr im Windschatten. Und dann am Schießstand eben das Beste versuchen. Ja, im Schlittschuhschritt diese Abfahrt hinein. Für die USA jetzt Claire Egan. An 2. Position im Quartett. Für die Ukraine, wie gesagt, Vita Semerenko. Und für Russland Svetlana Mironova. Sieht man ein wenig die Abstände mal von oben. Und da haben wir Nicole Gontier groß im Bild, die 27-Jährige. Mit bislang mageren Ergebnissen bei diesen Weltmeisterschaften. 48. in der Verfolgung, ihr bestes Ergebnis. Das ist ihr nicht viel besser ergangen als Franziska Hildebrand. Die hat einen 22. Rang in der Verfolgung stehen als bestes Ergebnis. Da hat sie 18 Plätze gut gemacht im Vergleich zum Sprint. Also in der Isolierung war das Rennen ganz ordentlich. Aber das sind natürlich nicht die Ränge, nicht die Positionen, wo sich die deutschen Athletinnen sehen. Und insofern also, wie gesagt, heute die Chance für Franziska Hildebrand, eine Medaille zu gewinnen. Wie auch morgen dann noch im Massenstart, wo sie dabei sein wird. Nicht so Vanessa Hinz. Ja, insgesamt spürt man schon, ist wesentlich mehr Hektik jetzt drin. Diese zweite Position in der Staffel, Denise Herrmann, die wir dann als Dritte sehen werden. Diese zweite Position ist schon so ein bisschen Attacke. Da gilt es darum, wirklich das Tempo anzuziehen, möglichst Lücken zu schaffen nach hinten hin. Und da sind wir sehr gespannt, wie Franziska Hildebrand das ausfüllen kann. Das führende Team momentan Italien und das Trainertrio hier und Betreuertrio wartet schon auf Nicole Gontier. Und die werden sicher gespannt sein aufgrund der Ergebnisse bisher hier in Östersund von ihr, wie sie hier zurechtkommt auf Matte 1. Ganz leicht hat es da aufgefrischt. Die Claire Egan haben wir hier gesehen. Schwedin also ist da, die USA und auch die Ukraine. Ja, aber das macht sie gut. Sehr souverän, sehr ruhiger, bedachter Rhythmus. Alles getroffen, Treffer vor Zeit. Geht als Erste raus. Gontier gefolgt dann von Claire Egan aus den USA. Dann die Ukraine und jetzt die Schwedin, wie unschwer zu überhören ist. Franziska Hildebrand sehen wir da auf Matte 9. Russland schon 3 Nachlader. Norwegen trifft. Da geht es um die Strafrunde. Erster Fehler auch bei Franziska Hildebrand. Das müssen sie minimieren.
zu viele Nachlader. Oh, jetzt deren zwei. Frankreich ist raus. Russland kämpft. Und Franziska Hildebrand. Jetzt muss sie treffen. Ähnlich wie Franziska Hinz. Zwei Patronen noch für zwei Ziele. Geht eine daneben, geht's in die Runde. Bitter für das deutsche Team sind wieder gut 30 Sekunden, die jetzt schon drauf sind. Jetzt hat sie hier noch Probleme. Vanessa Hinz natürlich, die auch einen Fehler gemacht hat. Und jetzt atmen wir alle ordentlich durch. Nochmal gut gegangen, aber wieder geht's nach hinten in der Zeit. Bitter für das deutsche Team. Gute Schützinnen sind sie normal und Franziska Hildebrand ist eine. Das sieht man ganz selten, dass die Liegen drei Nachlader hat. Also, das läuft überhaupt nicht. Das hakt hinten und vorne. Auf diesen ersten beiden Positionen. Sieben Nachlader schon, eine Strafrunde. Das Ergebnis 1,16,5 ihr Rückstand. Rang 13 im Moment. Und da haben wir das Bild nochmal. Dieses Fummeln, dieses Rausholen der Patrone, die da klemmt. Die Finger sind kalt, da kommt dann immer so, kommen so ein, zwei Sachen zusammen. Aber das kostet natürlich zusätzlich Zeit. Und Sie sind ja erfahren, auch Franziska Hildebrand ist erfahren in der Staffel. Ja, es ist eigentlich nicht notwendig, dass man nervös wird. Man sollte so viel Erfahrung haben, dass es hier doch mit 0,6 oder so zu Ende geht. Und deshalb sind Sie auch nach diesem dritten Schießen nicht auf dem ersten Tableau, sondern erst auf Seite 2, Rang 13. Es führt Italien mit Gontier vor Claire Egan, und da sind wir bei der Spitze, da haben wir die US-Amerikanerin, da hinten dann Mona Bronson, die schon an Semerenko vorbeigegangen ist auf Position 3, und dahinter eben für die Ukraine Vita Semerenko, und da unten kommt dann die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold. Norwegerinnen mit nur zwei Nachladerinnen, die Schweden haben alles getroffen bislang, bei drei Schießen die ersten 15 Schuss. Also die sind sehr, sehr fokussiert, auch hier vom heimischen Publikum. Zumindest diese ersten beiden Athletinnen machen das bislang sehr, sehr gut. Tandrevold, 38,5 Sekunden. Dann die Französin, die Russinnen, alles Mannschaften, die hier durchaus in der Lage sind, Medaillen zu gewinnen. Dann doch schon mit guten Rückständen. Und die macht das da vorne richtig gut, Nicole Gontier. Und wir werden sehen dann bei der nächsten Zwischenzeit, ob sich die Favorisierten, die anderen, die nach von hinten kommen, haben ranschieben können. Zwei Plätze hat Franziska Hildebrand gut gemacht. Auch in der Zeit hat sie eine Sekunde zwar nur gut gemacht, aber nichts mehr verloren. Sie bemüht sich jetzt schon, dass da noch was geht. Die Gefahr besteht halt dann immer, dass man zum Stehenschießen wieder überzieht. Das ist dieser Teufelskreis, in dem man sich da befindet. Wenn man schlecht geschossen hat, will man es auf der Strecke gut machen. Hat aber zur Folge, dass ich oftmals überziehe. Also das ist einfach diese Taktik, die man anwenden muss. Ich darf trotzdem nur so schnell laufen, dass ich eben im stehenden Anschlag dann auch vernünftig schießen kann. Da kommt immer das böse Wort Druck ins Spiel, der dann wächst und wächst und wächst. Und die Scheiben plötzlich dann doch kleiner und kleiner und kleiner werden im Kopf. Und es wird immer schwieriger. Und eben in diesem Mannschaftswettbewerb will man auch nicht diejenige sein, die es versaut. Das tut dann doppelt weh, als wenn das einzelne Rennen ist und man sich irgendwo vergraben kann und sagen kann, das war heute nichts. Ja, bis jetzt verteilen sie es ganz gut, die beiden. Ja, die Vanessa Hinz und Franziska Hildebrand. Also. Ah, das wird hier schon zur Aufgabe für Denise Herrmann und Laura Dahlmeier, die dann am Ende kommen wird. Wichtig ist jetzt, dass Franziska Hildebrand erst meine 0,5, wenn es geht, hinlegt. Dann ist natürlich noch was drin. Eine Staffel ist zu Ende, wenn die erste übers Ziel oder die letzte Athletin über die Ziellinie gelaufen ist. In Staffeln passieren oft kuriose Dinge. Die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich jetzt mal sagen. Das war auch nicht die Absicht, das hier schon abzuschreiben. Genau so sieht es aus. Und mit Denise Herrmann und Laura Dahlmeier haben wir ja eben, oder hat die deutsche Mannschaft ja eben, zwei ganz starke Läuferinnen noch hinten drauf. Kurzer Wackler bei Franziska Hildebrand.
Teresia Poljakova, an der sie da vorbeigeht für die Slowakei. Also jetzt doch wieder unter den Top Ten. Franziska Hildebrandt. Da haben wir die Szene nochmal. Ja, wenn wir überholen, ach, da rutscht sie irgendwie aus. Man konnte jetzt nicht auf dem Ski sehen, was passiert. Aber wir sind schon wieder am Skistand. Stehender Anschlag. Claire Egan ist angekommen. Die Schwedin Vita Semerenko. Und die macht das richtig gut hier vorne. Bravo. So, sehr, sehr, sehr stark. Nicole Gontier rechtfertigt diese Aufstellung hier allemal. Schwedin muss nachladen. Vita Semerenko, bekanntermaßen eine gute Schützin, springt wieder vorbei. Position 2, dann die USA und die Schwedin. Mona Bronson, ja, hat schon selbst geglaubt, ja, noch eine nachladen zu müssen. Aber mit unglaublicher Geschwindigkeit das Gewehr übergeworfen. Auch Norwegen bleibt mit dabei. Kann sich jetzt ein wenig ranschieben. Schnelles Schießen von Tantrevold. Und da hinten kommt Franziska Hildebrandt. Frankreich kämpft. Frankreich kämpft gegen die Strafrunde. Jetzt ist es passiert für die Französinnen. Auch die müssen in die Runde. Ebenso Russland muss aufpassen. Und wir drücken die Daumen, dass Franziska Hildebrandt jetzt alle 5 Scheiben trifft. Erster Treffer. Gut, weiter so. Ah, da ist der erste gelbe Punkt. Insgesamt wesentlich mehr jetzt hier Nachlader. Französin muss 3-mal in die Runde. Und was macht Franziska Hildebrandt? Ja, schafft es mit dem einen Nachlader. Immerhin, gut gegangen. Und jetzt schauen wir auf den Rückstand, der sich wieder vergrößert hat. Es bleibt die 10. Position. Gasparin für die Schweiz vor ihr. 1,31 jetzt der Rückstand. 0,3 Sekunden für Franziska Hildebrandt. Also dann doch wieder einen Nachlader gebraucht. Italien ganz souverän vorneweg. Dann die Ukraine, dann die USA. Die innerhalb von 16,4 Sekunden. Deutschland momentan auf Rang 10. Mit insgesamt schon 8 Nachladern und einer Strafrunde durch sie hier, durch Vanessa Hinz. Und die ist jetzt unten bei Nils Karp. Bitte. Und ist natürlich enttäuscht, keine Frage. Vanessa, Sie sind so schnell gelaufen. Haben Ihnen beim Stehenschießen die Nerven einen Streich gespielt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich im Laufen halt so top gefühlt. Mir ist echt gut gegangen. Ich habe überhaupt nicht überzogen oder so, was man vielleicht meinen hat. Ich weiß nicht, ich war nicht bei mir. Und wenn dann schon der erste Nachlader daneben geht und man weiß, ja, das war einfach ein grottenschlechtes Schießen. Also das kann man nicht anders sagen. Ich habe so gut angeschossen und ich weiß auch nicht, da gehen dann schon die Nerven mit einem mit und man denkt, okay, 2 Nachlader brauchen wir schon, dann ist wieder 2 Treffer. Vom letzten warte ich wieder und die sind so weit weg, dass, ja, ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, was ich sagen soll. Was ist denn noch drin für die Staffel? Man soll ja bei Staffeln, das haben wir schon sehr oft gelernt, nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen, auch nicht als Zuschauer. Ja, wir müssen, glaube ich, jetzt einfach auf die Fehler der anderen hoffen. Die Franzosen haben uns gerade schon mal ein bisschen in Karten gespielt. Ja, ihr habt es vorher gesagt, die Ente wird am Hintern dick. Man wird schon sehen, was am Schluss bei rauskommt. Aber ja, Medaille, glaube ich, wird schwer heute. Schauen wir mal. Vielen Dank. Danke. Also, dann wollen wir doch die Daumen drücken, dass es doch noch was wird. Die angesprochenen Französinnen auf Rang 18 zurückgefallen durch die Strafrunden. 2,33,3, da schon der Rückstand. Das ist nochmal eine ganz andere Last als für das deutsche Team. Und auf geht's! Rückstand war 1,31. Jede Sekunde orientiert nach vorne. Und geht's, hopp! Und Abfahrt, denke, verliert ein wenig. Vor ihr Monika Heunisch. Polin, die aber schon ein Stück weit weg ist. Gegen Gontier sollte aber Franziska Hildebrandt nichts verlieren. Das, wenn man das noch vor 2 Wochen gesagt hätte, dann würde man sagen, na, das glaube ich nicht. Aber sie macht das hier hervorragend, die Italienerin.
Ja, und ich habe es angesprochen, wirklich bislang war das überhaupt nicht ihre WM, aber hier in dieser Staffel, da blüht sie richtig auf, Nicole Gontier. Lässt den anderen da hinten keine Chance, sicher geschossen, Lauftempo ist gut, Claire Egan ist hinten dran, auch das, die US-Amerikanerinnen, wie angedeutet, haben sich hier was ausgerechnet heute. Dann Vita Semerenko, Mona Brorson für die Schwedin. Also die Italienerinnen, die Schwedinnen, das sind so. Und die Norwegerinnen natürlich mit Ingrid Landmark Tantrevold. Da sind da vorne die Favoriten, mit denen zu rechnen war. Und hier der Gruß, sehr schön von Denise Hermann an Tiril Lekhoff. Das wird unsere Auseinandersetzung. Und die Norwegerin, die schiebt sich da gleich mal so ein paar Zentimeter nach vorne. Na, 50 Sekunden müsste Denise Hermann aufholen ungefähr. Das ist schon eine mega Aufgabe heute. Ja, und muss dann eben auch am Schießstand am besten ohne Nachlade auskommen. Das hier also die ersten Wechsel. Und schauen Sie hin, die US-Amerikanerinnen sprinten da gleich vorbei. Joanne Reed ist das, die sich hier gleich mal Alexia Rungaldir geschnappt hat. Und das ist eben jetzt vielleicht auch ein wenig das Problem für die Italiener, dass hier jetzt nicht Dorothea Vira steht, sondern Alexia Rungaldir, die das sehr knapp nur erfahren hat und jetzt hier reinspringen muss, gleich vorne rein bei dieser Staffel, also mit einer gewissen Verantwortung dann eben auch. So, an drei die Ukraine, an vier die Schwedinnen, jetzt mit Anna Magnusson und Norwegen, wie gesagt, mit Tiril Lekhoff. Und Franziska Hildebrand ist am Ende ihrer Kräfte. Sie kann nicht mehr. Sie wurde wieder überholt von der Schweiz, von Elisa Gasparin. Also, da wird sie jetzt froh sein, wenn sie diese Weltmeisterschaft morgen dann hinter sich gebracht hat. Das war leider bis jetzt nichts. Denn auch Elisa Gasparin sollte sie eigentlich halten können und sich von ihr absetzen können. Estland auf 6. Auch das ist eine kleine Überraschung. Die Estinnen halten sich da sehr gut. Tuuli Tomingas, die zweite Läuferin gewesen. Jetzt Johanna Talliherm. Also das ist eine, vielleicht sogar die beste in dieser Formation. Und Denise Hermann, die wartet hier auf Franziska Hildebrand. Es bleibt die 10. Position. 1,38,2 Sekunden der Rückstand. Nach dem ersten Wechsel waren es nur 49 Sekunden. Also da ist noch mal ein dickes Paket draufgekommen für Denise Hermann und Laura Dahlmeier. Naja, jetzt gilt es natürlich alles oder nichts. Die beiden müssen tatsächlich über sich hinauswachsen. Die müssen schnell laufen, die müssen alles riskieren, damit es noch eine Medaille wird. Denn ich denke mal, egal ob es ein 4. oder 8. Platz wird, im Endeffekt wird so eine Staffel auch nach Medaillen abgerechnet. Und da gibt es jetzt nur Sieg oder Niederlage oder Chaos. Ja, und ein wenig schielen wir natürlich auch auf diesen Weltcup in dieser Disziplin. Da führt Deutschland ja mit nur 2 Punkten vor Frankreich. Aber die Französinnen, wie erwähnt, ja abgeschlagen. Aber dann folgt eben mit nur 9 Punkten Rückstand Norwegen. Und die Norwegerinnen jetzt mit Tiril Lekhoff und Marta Olsby-Reuseland, ihren beiden besten Athletinnen, beide schon mit Medaillen dekoriert bei diesen Weltmeisterschaften. Wird man aufpassen müssen, dass diese Weltcup-Wertung nicht dahin geht. Ja, Norwegen da hinten. Die kommen nahe. Joanne Reed vorne, dann Rungaldir für Italien. Dann Julia Cima aus der Ukraine. Tiril Lekhoff, Anna Magnusson auf dieser 3. Position. Starke Athletinnen für diese Nation. Tiril hat 10 Sekunden schon gut gemacht. Tiril Lekhoff. Wie die Athletinnen und Athleten zuletzt schon betont haben, werden hier alle unterstützt, alle Nationen gleichermaßen. Viele, viele auch Fans aus den unterschiedlichen Ländern, die hier angereist sind. Und heute insbesondere entlang der Strecke wesentlich mehr los ist als in den Tagen zuvor. Aber klar, bei diesen Disziplinen der Staffel und morgen dann dem Massenstart, die Höhepunkte einer jeden Weltmeisterschaft. Das zieht natürlich zusätzlich Zuschauer. Männer,
genau, dein Tempo finden. Ja, gut. Ja, technisch, wenn man jetzt die beiden Athletinnen vorne, die Polin und dahinter Denise beobachtet, dann sieht man schon, das sind Weltenunterschied, wie effektiv Denise Herrmann hier läuft und Quistorn, die ja auch schon erfahren ist und viele Jahre auf dem Buckel hat an Wettkämpfen, was das eben für ein klasse Unterschied ist. Ja, Magdalena Quistorn, ich wollte es gerade sagen, die ist 39 und eigentlich zurückgetreten. Ja. Die läuft jetzt hier plötzlich wieder auf bei den Weltmeisterschaften. Also Polen ein wenig in Not, hat sie kurzfristig daran gezogen. Und insofern ist das auch etwas nachvollziehbar, dass sie da keine Chance hat gegen eine solche Überläuferin wie Denise Herrmann, die ja oft genug hier für die besten Zeiten sorgt. In den jeweiligen Startfeldern. Ja, sie hat 16 Sekunden gut gemacht, Denise. Das muss noch nachgereicht werden. Aber ja, sie muss alles versuchen jetzt. Und jetzt ist es wirklich so, wie schnell kann ich laufen, damit ich noch irgendwie treffe. Das ist eine Gratwanderung. So viel Erfahrung hat Denise Herrmann im Biathlon nicht. Der WM-Titel sollte ihr allerdings Rückhalt geben. Ja, sie ja schon mit 2 Medaillen eben hier unterwegs. Gold in der Verfolgung, Silber mit der Mixstaffel, Denise Herrmann. Und überraschend nach wie vor, wie souverän die USA da vorne wegmarschiert. Joanne Reed nach Susan Dunkley, Claire Egan. Dann kommt noch Emily Dreißigacker, die 30-jährige erfahrene Athletin. Die machen das sehr gut, die schießen gut, laufen gute Tempi hier in den Laufrunden. Und da haben wir Denise Herrmann also vorbei an der Polin, das war klar. Jetzt auf 8 nach vorne gegangen. Eckhoff schon auf 3. Eckhoff hat einen Platz gut gemacht. So, und jetzt banges Warten, gespanntes Warten, wie sie sich hier im stehenden Anschlag bewähren. So, liegender Anschlag für diese dritten Läuferinnen. Natürlich, ganz so schnell geht es dann nicht. Oh, schau an. Aber es wird sehr, sehr gut geschossen hier. Joanne Reed, dann Italien, dann Schweden. Großer Jubel hier. Und Thierry Leckhoff mit Problemen. Da kommt Denise Herrmann. So, jetzt hat sie alles ausgelöscht. Ganz hinten Denise Herrmann. Hier vorne noch die Russin Uljana Kaiseva. Und dahinter mit der Startnummer 12 die Estin Johanna Talliherm. Und dann Denise Herrmann. So, jetzt geht's. Wichtig wäre es, alles zu treffen. Keine Nachlader. Nicht zusätzliche Sekunden einhalten. Hat Einheim deutlich gedreht, justiert. Am Diopter bei links glaubte ich zu erkennen. Na, aber da ist er. Der gelbe Punkt. Und der zweite hinterher. Jetzt schaut sie noch mal kurz rüber auf die Fähnchen, ob sich da was verändert hat. Also das läuft auch bei diesem Schießen nicht wie gewünscht. Justiert wieder. Uiuiui. Das ganze Erlaufene ist wieder da und vorne. Mal, ja. Ja. Das ganze Erlaufene ist wieder weg. Ja. Ja, und fast nach jedem, bei jedem Schuss noch einmal justiert. Und wenn sie trifft oder nicht trifft. Also da wusste sie nicht so ganz genau, wo es hingehen soll. Denise Herrmann. Ich habe das Anschießen beobachtet. Die haben so gut angeschossen, liegend. Wirklich alle 4 ganz hervorragend. Da dachtest du dir heute, da fehlt überhaupt nichts. Und jetzt schießen die da liegend eine nach den anderen daneben. Und Denise Herrmann also auf 10, 1,44,3 ihr Rückstand. Das hier, das ist Claire Egan, 2. Position bei den US-Amerikanern. Die hat bei Nils Kaben mal kurz Halt gemacht, bitte.
Ja, und sagte eben ganz erstaunt, das bin ja ich. Die USA in Führung, ist das eine gewaltige Überraschung für Sie? Wir sind sehr froh, natürlich. Wir hatten heute super schnelle Ski und so sind nur einer Fehler und ich fehlerfrei. Und jetzt Joan ist immer in erster Platz mit fehlerfrei auch. Also hoffentlich können wir immer in die erste Platz sein. Ja, dann gucken wir mal, sind wir gespannt. Wir drücken Ihnen fest die Daumen. Dankeschön. Vielen Dank. Die Athletensprecherin, aber das wäre hier wirklich die dickste Überraschung überhaupt, wenn die US-Amerikanerinnen das durchziehen könnten. Aber die Schwedinnen schieben sich näher, auch die Norwegerinnen, wenngleich eben Tiril Eckhoff mit den zwei Fehlern da eben und den Nachladern sich entsprechend wieder Zeit eingehandelt hat. Also solange die da hinten dran immer patzen und sie da vorne, die US-Amerikanerinnen, so gut schießen und wie wir gehört haben, eben bei Claire Egan mit tollen Skiern unterwegs sind, dann kann das hier durchaus zu einer großen Überraschung werden. Sind wir gespannt. Also die Schwedin vorne, Anna Magnusson, die schiebt sich da ein paar Sekunden ran. Tiril Eckhoff haben wir schon wieder gesehen in diesem Schnitt. Hier kommt die Russin Kaiseva, auch die schon eine gute Minute zurück auf Rang 6. 9 Nachlader insgesamt. Und da stehen die US-Amerikanerinnen wirklich prächtig da mit dem einen Nachlader, nur ähnlich wie die Schwedinnen und die Damen aus der Ukraine. Auch die jeweils mit nur einem Nachlader. Rückstand war 1,35 nach dem Schießen. 1,32 Kusmina überholt hier Denise Hermann Kusmina für die Slowakei. Da ist natürlich jetzt ein gutes Zugpferd da vorne dran. Und Laura Dahlmeier wird sich überlegen, Mensch, was mache ich jetzt? Ja, sie ist darüber gegangen zu einem Betreuer, ist da jetzt am Funk, der die Trainer alle miteinander verbindet. Wird da irgendwelche Informationen haben wollen, Rückschlüsse für ihren eigenen Auftritt hier. Also Material, glaube ich, kann man ausschließen, das ist sehr gut. Das Anschießen war perfekt von den Vieren und deshalb wundert es mich, dass man dann die können alle... Nehmen wir mal Denise Hermann ein wenig aus, aber die anderen drei, die können ja wirklich sehr gut schießen. Und dass es bei den ersten beiden nicht geklappt hat, ist ja traurig. Und Tiril Eckhoff, die hier vorbeigeht an Julia Cima aus der Ukraine. Auch das außenrum, hohem Tempo. Nimmt sie sich den nächsten Platz. Tiril Eckhoff also auf Rang 4. Hinter den USA, hinter Rungaldir, Magnusson, die wir hier sehen, an Position 2. Jetzt die Schwedin, also vorbeigegangen an der Italienerin, klar. Und das heizt natürlich die Stimmung hier nochmal prächtig an, wenn die Schwedinnen da so vorne mitmischen. Und da kommt ja noch Hanna Öberg. Im Augenblick natürlich zusammen mit den Norwegerinnen, ja, die Top-Favoriten. Würde ich auch sagen, so Schweden wie es läuft. Ja. Und Olsby ist jetzt auch keine schlechte, ja, da hinten drauf. Genau. Das könnte ein spannender Zweikampf werden. Und inwieweit das deutsche Quartett da noch eine Rolle spielen kann Richtung Podest, hängt jetzt auch von diesem Schießen ab im stehenden Anschlag. Und wenn das wieder ähnlich wird mit ein, zwei Nachladern, dann wird es schwierig. Denise läuft wieder gut auf dieser Runde, auch mit 1,21 jetzt Rückstand. Sie holt auf, aber auch sie muss halt jetzt treffen. Da hilft jetzt mal nichts. Aber das ist der Kampf hier um die Spitzenplätze momentan. Die Schwedin beginnt. Nachlader Tiril Eckhoff, zwei schon wieder. Und das ist stark. Das ist überragend von der Schwedin vor dieser Kulisse. Dass sie so lautstark unterstützt werden, das sind die auch nicht gewohnt. Anna Magnusson ist auf und davon. Aber auch die US-Amerikanerin hier auf Matte 1 hat sie auch noch nicht gehabt in einem solchen Rennen. Bei dem Publikum und Norwegen, die kämpfen hier gegen die Strafrunde. Die eine Patrone, die muss ins Ziel für Tiril Eckhoff. Sonst ist es passiert. Italien ergeht es ähnlich. Und das haben Sie ganz deutlich gehört. Diesen Fluch, der ihr da entfährt. Nachvollziehbar. Strafrunde für Norwegen. Und Italien? Jetzt wird's turbulent hier. Umso wichtiger, umso mehr die Chance für Denise Hermann.
Lange hat sie gekämpft. Schief ist es gegangen. Auch die Italienerin Alexia Rungaldir muss eine zusätzliche Strafrunde drehen. Und jetzt also Denise Herrmann. Aber gleich wieder der gelbe Punkt. Wieder ein Fehler. Schießt ah, jetzt kommt sie gut schnell, durch. Schnell, ja, schnell, schnell. Ja. Aber genau richtig, wie du es ja auch gesagt hast, alles oder nichts. Jetzt muss es schnell gehen. Und die eine noch. Ja, gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Also in der ganzen Hektik, mit dem Druck, den sie hier hatte, war das sehr ordentlich gelöst mit den zwei Fehlern. Wir haben es ja gesehen, Norwegen in die Runde. Schauen Sie bei der Schweiz, da sind es schon zwei. Da gibt es schon viele Fehler auch drumherum. Rang 8 im Moment für Denise Herrmann. 1,30 jetzt der Rückstand. Also da haben sie insgesamt zum Wechsel hin gut was, ja, ein bisschen was gut machen können. Sehr gut jetzt von der Französin. Die ja doch drei Fehler hatten auf einen Schlag vorhin. Ja, Julia Simon, die junge 22-Jährige, die hier auf dem Weg nach vorne ist. Ja, schauen wir mal auf die Zwischenzeit. 2 Minuten 04, also die haben eine gute halbe Minute gut gemacht. Aber der Rückstand mit 2 Minuten ist natürlich enorm. Dann nochmal der Blick nach dem 6. Schießen. Schweden hat also die Führung übernommen. Knapp vor den USA, dann die Ukraine, dann Norwegen. Deutschland momentan auf Rang 8. Kirilekov an 4. Position ist sie rausgekommen. Rückstand 44,5 Sekunden gibt ihr auf der letzten Runde alles. Also da ist sie noch mal halbwegs mit dem blauen Auge davongekommen. Da sind sie noch mittendrin im Medaillenkampf. Vorneweg Magnussen, dann Reed, dann Chima. Und was kann sich Denise Herrmann noch gut machen auf ihrer Schlussrunde? Und durchziehen! Auf geht's, hat 20 hast du gut gemacht. Ja, sehr gut, sie läuft hier sehr gut, hat auch Kusmina stehen lassen. Macht eine ganz tolle letzte Runde, Denise Herrmann. Schon auf Rang 6 vorgelaufen. Und dann ist es Zeit für Laura Dahlmeier, das Gewehr umzuhängen, Richtung Start so langsam sich zu bewegen, beziehungsweise Wechselzone. Ja, noch 53 Sekunden auf Bronze, nehmen wir mal die Spitze ja, weg. Ja, genau. Einfach die Bronzemedaille als Ziel ausgeben jetzt. Da gehen vielleicht noch 10, 15 Sekunden zu Laura Dahlmeier weg. Und dann, ja, ist noch was drin, es ist noch eine Medaille drin. Ja, absolut. Und Anna Magnussen, das läuft hier so richtig nach dem Geschmack von Wolfgang Pichler, den schwedischen Zuschauern und den schwedischen Athletinnen. Und dann steht sie bereit, die Goldmedaillengewinnerin im Einzel. Hanna Öberg, ihre Beste, die hier den Schluss bilden wird. Und was gelingt den US-Amerikanerinnen? Joanne Reed, also die ersten drei. Kompliment, fantastisches Rennen geliefert. Die Ukraine, Julia Chima. Auch sie ganz stark, sich da vorne festgesetzt. Über ein gutes Schießen, die Ukraine insgesamt mit nur 3 Nachladern. Die USA gar nur mit 2 und die Schwedinnen ganz vorne weg nach wie vor noch mit 1 Nachlader. Und da haben Sie schon gesehen, Tyrell Eckhoff kam da. Und die übliche Geste bei Laura Dahlmeier, noch einmal sich selbst pushen, bevor es dann losgeht. Ich pack das, ich pack das. Und da ist schon der letzte Wechsel für die Damen in Gelb, die Schwedinnen. Hanna Öberg also ist raus. Für die US-Amerikanerinnen dann also 30 Acker, die hier die Schlussrunde, den letzten Abschnitt laufen wird. Da haben wir den Wechsel, Emily 30 Acker. Und nur noch, wenn ich richtig rechne, 30 Sekunden auf den Bronzeplatz im Augenblick für die deutsche Mannschaft. Also so werden wir das Ganze hier im Auge behalten. Wie weit geht es noch da vorne, nach vorne für Laura Dahlmeier? Und fast ist sie dran, Tirilekov, an der Ukrainerin, an Julia Chima. Der Wechsel jetzt auf Valentina Semerenko und für Norwegen Marte Olsby-Reuseland, die Schlussläuferin, die hier durch Bild tuscht. Und da vorne links, da steht dann Laura Dahlmeier und da hinten kommt Denise Herrmann, das Zeichen, die Hand gehoben. Hier stehe ich, komm hier rüber. Hinter Russland geht's raus. Jetzt die, genau, die Berührung am Arm war es, alles regelkonform.
Das Rennen ist eröffnet um Bronze der letzten Läuferinnen für die deutsche Mannschaft. Insgesamt Dennis Herrmann am Schießstand, den ein oder anderen nach leider zu viel läuferisch. Wie immer kann man ihr überhaupt keinen Vorwurf machen. Ganz im Gegenteil, das hat sie wieder einmal bravourös gelöst. Fantastische letzte Runde von Denise, muss man wirklich sagen. Da hat sie auf die Spitzenathletinnen eine halbe Minute, also auf die führenden Teams eine halbe Minute fast gut gemacht. Auch auf die Schwedin, also da hat sie schon richtig Gas gegeben. Ja, ist jetzt noch eine gute Minute der Rückstand. 4,25 Sekunden auf die Ukraine, die diesen dritten Platz, da bin ich gespannt, wie lange sie den halten können gegen Marta Olsby-Reuseland. Ja. Die haben wir da hinten schon, hinter ganz an den Skienden quasi schon angekommen, der Ukraine. Ja. Und wir sehen ja, USA wird ja, nichts dagegen setzen können, nicht gegen Reuseland, dass, auch wenn sie null schießen. Die Ukrainerinnen sind immer gut, sind ja auch schon Olympiasiegerin geworden. Ja, unbedingt. Und nach wie vor immer noch sehr, sehr gute Schützinnen. Ja, sie geht schon gut hier. Da gibt es gleich eine Überrundung da vorne. Ja, Hanna Öberg, 23 Jahre alt, hier aus Östersund. Olympiasiegerin im Einzel, Weltmeisterin jetzt auch in dieser Disziplin. Hochgewachsen, viel Kraft, viel Dynamik. Sechste ist sie im Gesamtweltcup. Eine absolute Top-Athletin, die dazugekommen ist in den letzten ein, zwei Jahren in den Biathlon-Zirkus. Und sie muss hier kämpfen und sie ist die Dame, die die Last trägt für die USA. Als allerletzte das Ganze hier ins Ziel zu bringen, sich den Lohn abzuholen der ersten drei Runden. 17 Sekunden waren es beim Wechsel, jetzt sind es 33. Also da ist schon viel Zeit den Bach hinuntergelaufen. So, und jetzt hier bei dieser Zeitnahme Reuseland, also direkt hinten dran. Und da wird sie gleich vorbeigehen. Ähnliches, naja, werden wir mal schauen. Julova Percht, davor Laura Dahlmeier, ja auch nicht die allerschlechteste. So, wir gehen mal schnell runter. Franziska Hildebrand ist da, bitte. Ja, die guckt natürlich auch nicht gerade fröhlich, das kann man gut verstehen. Ist es ein Trost, Franziska, dass Sie nicht die Einzige sind, bei der heute offensichtlich irgendwie der Wurm drin war? Ja, also von meiner Position war es dann so, ich habe natürlich versucht, dass ich nach vorne so schnell wie möglich irgendwie ein bisschen Zeit aufholen kann. Und ja, liegend war dann natürlich mit drei Nachladern auch eher dürftig. Der eine ging auch gar nicht so richtig rein, haben wir gesehen, ne? War so ein Gefummel. Oh, da kann ich mir jetzt gar nicht so richtig dran erinnern. Was ist denn für diese deutsche Staffel aus Ihrer Sicht noch drin? Im Moment auf Rang 6 mit einem Rückstand von einer guten Minute. Ja, ich habe gerade mal geguckt, also sie hatten jetzt so ungefähr 24 Sekunden vielleicht noch auf die Bronzemedaille. Ja, da ist es halt so, uns oder beziehungsweise in dem Moment darf der Laura kein Fehler passieren und wir müssen darauf hoffen, dass die anderen Fehler machen. Dann sind wir mal gespannt. Vielen Dank. Ja, also wohin geht die Reise für das deutsche Team? Rang 20 war es noch, als Vanessa Hinz unterwegs war. Mittlerweile Rang 6, Zeit aufgeholt. Laura Dahlmeier, die Top-Athletin, neben Denise Herrmann unterwegs. Und hier gibt es gleich eine Überrundung. Ja, Bulgarien wird überrundet gleich. Von Hanna Öberg, die jetzt hier runterläuft zu ihrem ersten Schießen. Und da sind wir gespannt, wie sie das vor dieser Kulisse hier schafft. Aber mit den Erfolgen und all ihrer Erfahrung. Und hier sehen wir Kirill Eckhoff erstens vorbei an der Ukrainerin, wie erwartet. Und schon dran an der US-Amerikanerin. Marta Olsby-Reuseland für Norwegen. So, Laura Dahlmeier geht vorbei jetzt. Anne-Katharina Julova-Percht. Ja, in etwa der Abstand, 3 Sekunden gut gemacht nach dem Wechsel. Da vorne läuft aber auch eine Weltmeisterin und nicht irgendwie Hanna Öberg. Es gilt jetzt gar nicht so sehr, um Gold da vorne hin zu spekulieren. Die lassen wir mal laufen, aber bei den anderen, da hat man schon noch Möglichkeiten. Ja, und Laura Dahlmeier wird jetzt so hinlaufen, dass sie hier sehr, sehr gut zurechtkommt beim Schießen. Die wird da sicher nicht überziehen, ist ja wirklich eine, die perfekt ihre Rennen einteilen kann.
und dann hinten raus noch zulegen kann, Gas geben kann. Jetzt also Hanna Öberg. Und die fällt nichts. Randtreffer. Scheibe bleibt stehen. Hat sie ein bisschen Pech gehabt. Schießt aber sehr zügig. Oh. Das habe ich auf die Scheibe gesehen. Nicht ordentlich nachgeladen. Hat die Patrone nicht nachgeführt. Ja, jetzt ein zweites Mal nachladen. Ja. Löst das aber, bleibt vorne, ist eine glänzende Läuferin, weiterhin in Führung, also Schweden. Da hinten kommt Laura Dahlmeier schon. Da wird gut, die US-Amerikanerin, klasse, wieder alles getroffen. Norwegen muss nachladen, die Ukraine, alles Chancen für Laura Dahlmeier. Nachlader vermeiden heißt gleich 10 Sekunden aufholen. Gut, aber da ist auch bei ihr gleich der gelbe Punkt. Und der zweite, jetzt reagiert sie erst. Bringen sich selbst immer wieder in die Defensive. Julova Percht ist losmarschiert. Muss sie zweimal nachladen. Ganz raus aus dem Anschlag. Dann wieder neu aufnehmen. Das Ganze noch einmal. Und unten läuft die Uhr gnadenlos. So, jetzt hat sie es geschafft. Aber eben mit zwei Nachladern sich nicht einen kleinen Vorteil hier verschaffen können. In Richtung vorne hin. Gute Minute. Öberg führt also vor 30 Acker, dann Reuseland für Norwegen. Dahlmeier 1,12,6 der Rückstand auf Rang 6. Französin Justine Bresas. Denen ist es ja noch wesentlich schlechter ergangen als der deutschen Mannschaft. Auch Italien ist durchgereicht worden. Auch mit Strafrunde Italien. Und auch hier kann sich keine so richtig ranschieben, weil sie alle nicht treffen, nachladen müssen, Zeit verlieren. Paulina Fialkova für die Slowakei auf 7. Und jetzt also Justine Bresas, jetzt hat sie es geschafft. Es scheint doch so zu sein, dass hier der Schießstand in drei Bereiche einzuteilen ist, von Bahn 1 bis 7 oder 6 sind andere Windverhältnisse, wie dann im Mittelteil und ganz links. Das ist auffällig, denn die, die rechts angeschossen haben, schießen viele Fehler. Und Federica Sanfilippo, die hat hier auch ordentlich Nerven bewahren müssen. Gerade so die Strafrunde mit dem letzten Schuss verhindern können. Reuseland hier vor der Ukraine und 30 Acker ist überholt. Also die USA durchgereicht an Position 4. Hanna Öberg läuft vorne weg, 29,7 Sekunden. Reuseland auf dem Silberrang, dahinter Valentina Semerenko auf dem Bronzerang, dann 30 Acker und die muss gleich sicher nochmal einen Schritt nach hinten machen hinter Julova Percht, die Russin, die gleich angreift. Ja, die vier, die werden jetzt um die Silbermedaille kämpfen, vorausgesetzt Öberg trifft. Also man hat ja schon vieles erlebt im Biathlonsport. Aber man geht natürlich davon aus, dass eine Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Einzelwettkampf das schafft. Oh, los geht's doch. Genau, schön wieder oben drüber gehen. Wer stehen, sauber arbeiten, da geht schon noch was. Hopp, hör auf, geht's hopp. Hat nur 30, da bist du hier. Hopp, und durch 10 wieder oben drüber gehen. Hopp. Und hier nur leicht die Begleitung. Leichte Motivation, ein bisschen auf die Technik hinweisen. Für Laura Dahlmeier, die ja zwei Medaillen gewinnen konnte schon. In Sprint und Verfolgung jeweils Bronze abgeräumt hat. Hanna Öberg. Tolle Stimmung jetzt in Östersund. Wird das hier der Sieg der Schwedinnen? Die nächste Medaille auf dem Konto von Wolfgang Pichler als Cheftrainer der Schweden. Der sich ja zurückziehen will.
nur noch beratend tätig sein will, nicht mehr in vorderster Linie als Trainer die Belastung, die Verantwortung hinnehmen will. Nach all den langen Jahren, die so erfolgreich waren, gerade mit schwedischen Athleten und Athletinnen. Marta Olsby, Reuseland. Und für die Ukraine Valentina Semerenko. Auch die hält sich da richtig gut. Noch nicht in Erscheinung getreten in den Einzelrennen bei diesen Weltmeisterschaften. 29. Rang im Sprint, ihr bestes Ergebnis. Aber die kommt hier übers Schießen und hält sich richtig gut auf diesen 2 Kilometer Laufrunden. Immer gute Staffelläuferinnen. Die Semerenkos sind meistens da, wenn es um was geht. Das können sie und sie hält sich tatsächlich wirklich hervorragend. Und die Ukraine insgesamt nur vier Fehler bis jetzt, 4 Nachlader. Das ist schon sehr gut, wenn gleich Schweden erst 3 hat, 2 davon Öberg. Und wir haben, unsere deutsche Mannschaft, 14 Nachlader und eine Strafrunde. Daher der Rückstand. Und Laura Dahlmeier, die hier mit viel Dynamik entlangkommt, 1,07,7. Es sind ein paar Sekunden, die sie da aufholen kann. Aber der Rückstand doch enorm. Und jetzt wird es hier erst einmal mucksmäuschenstill. Und dann werden sie, da stehen die Kolleginnen draußen und schauen, was Hanna Öberg jetzt hier zu Wege bringt. Schafft sie es, vorneweg alles zu treffen, beziehungsweise als Erste hier rauszugehen. Dann hat sie es in der Hand. Stark bislang. Starkes Schießen von Hanna Öberg. Aber sie spürt den Atem der anderen. Ja. Jetzt wird es schwierig. Wer zaubern kann, ist Olsby. So, und jetzt kämpft sie gar um die Strafrunde. Marta Olsby Reuseland geht hier als Erste raus. Unglaublich große Probleme. Jetzt bei Hanna Öberg. Lief so gut. Jetzt wird es auch Zeit und jetzt kann sie hinterher marschieren. Da sehen Sie es in der Perspektive. Also die Norwegerin vorneweg. Hanna Öberg hat die Führung aus der Hand gegeben. Das wird sicher eine harte, harte Schlussrunde. Kann sie sich da noch mal ranschieben? 12,4 Sekunden sind es. Und was gelingt jetzt? Laura Dahlmeier vor ihr. Die patzen alle, müssen nachladen. Strafrunde für die USA. Ukraine. Dritter Treffer. Und die eine, wenn sie die noch packt. Jawohl, sehr gut. Gutes abschließendes Schießen von Laura Dahlmeier. Ja. Wie groß ist der Rückstand? Die Slowakei ist da hängen geblieben. Julova Persch direkt vor ihr. Die hat 44,2 Sekunden, 50. Es sind 30 Sekunden auf Valentina Semerenko auf 2 Kilometer. Puh. Da müsste jetzt Denise Herrmann laufen, dann würde ich sie ja zutrauen. Aber sie hat es hier nochmal gut gemacht, diese 0,5. Ohne Frage, das war jetzt wirklich ein gutes, das erste richtig gute Schießergebnis der deutschen Mannschaft. Das letzte Schießen von Laura Dahlmeier. Alles andere war vorher nur mittelprächtig. So sieht's aus. Valentina Semerenko auf dem Bronzerang. Rausgegangen, 20,6 Sekunden, also mit gut 16 Sekunden Vorsprung auf die Russin, auf Julova Percht und 30 Sekunden auf Laura Dahlmeier. Und auch sie hier, Marta Olsby-Reuseland, hat ein fantastisches Schießen geliefert und hat die kurze Schwächephase von Hanna Öberg, die sich da selbst in die Petrouille gebracht hat, hat riskiert, hat flott geschossen, dann den Fehler produziert und nicht zurechtgekommen mit den Nachladern. Und dann vielleicht auch wirklich mit dem ganzen Drumherum dieses lautstarke Anfeuern. Diese Nachbarin, die da ankommt, die Schüsse setzt, platziert und an ihr vorbeigeht. Ja, es waren 12,4 Sekunden und Reuseland sieht gut aus davon. Sieht sehr gut aus. Das hat sie weltmeisterlich gemacht, Reuseland. Unglaublich, wie kaltschnäuzig sie hier diese letzten 5 Ziele bekämpft hat. Wie schnell. Und Hanna Öberg verliert. 4 Sekunden sind schon auf Marta Olsby-Reuseland.
Und auch sie hat 7 Sekunden verloren auf die Führende. Und auch auf Hanna Öberg. Also, die Podestplätze scheinen, sind verteilt. Das ist der Kampf dahinter. Die Ukraine hat schon verloren. Schau, dass der vierte Zirkus durch. Da wird motiviert, was das Zeug hält. Und wenn Sie es gesehen haben, da unten rechts der Jubel des schwedischen Betreuers. Eine weitere Medaille. Sie hatten Gold in der Hand, das wird Silber. Und Laura Dahlmeier schiebt sich daran. Könnte mir schon vorstellen, dass sie noch an Jurlova Pecht vorbeikommt. Ja. Aber nach vorne eben auf diesen dritten Platz, da ist es zu wenig gut gemacht. 3 Sekunden konnte sie zwar gut machen, aber es ist jetzt ja auch gleich schon vorüber. Und dann kommen sie natürlich alle raus und jeder nimmt sich so einen Abschnitt der Strecke, um nochmal zu pushen. Aber das ist aussichtslos für Hanna Öberg gegen eine übermächtige Marta Olsby-Reuseland da vorne weg. Die mit diesem Schießen, mit dieser zusätzlichen Motivation da rausgeeilt ist. Und Semarenko klopft sich auf die Oberschenkel, aktiviert sich nochmal, hat wahrscheinlich auch schon Krämpfe. Die läuft auch sozusagen, ja, nicht um ihr Leben, aber alles, was sie hat, gibt sie jetzt. Und Marta Olsby-Reuseland auf dem Weg. 8. Medaille für das norwegische Team, führen im Medaillenspiegel. Ganz klar, 4. Goldmedaille schon für das norwegische Team, Männer und Damen gemeinsam. Und Marta Olsby-Reuseland Gold gewonnen in der Mixstaffel, Gold in der Single Mixed und obendrauf jetzt auch noch mit der Staffel. Morgen dann für Sie die Chance, im Massenstart vielleicht noch eine Einzelmedaille abzugreifen, während wir hier die Attacke von Laura Dahlmeier sehen. Sehr dynamisch, schauen Sie diese kräftigen, kurzen, schnellen Schübe. Und Jurlova Percht versucht da gar nicht erst mitzuhalten. Und das ist der Zieleinlauf. Gratulation an Norwegen. Synnøve Solemdahl, Ingrid Landmark-Tantrevold, Tiril Eckhoff und am Ende Marta Olsby-Reuseland holen sich Gold in dieser Staffel trotz einer Strafrunde. Also muss man sagen, völlig verdient am Ende, sehr souverän das Quartett aus Norwegen. Gratulation zu Gold. Und dann wird hier auch Hanna Öberg ins Ziel getragen. Wird sicher ein wenig enttäuscht sein, muss sie aber nicht. Nach ein paar Minuten, ein paar Stunden bleibt es bei dem großen Erfolg. Und da schauen Sie mal, Laura Dahlmeier, die kommt hier noch mal ran an die Ukrainerin. Aber es reicht nicht und das hat die Ukrainerin sich schon so ausgemalt. Oder hat sie sie gar nicht gesehen? Die guckt da gleich 2-3 Mal über die Schulter. Wo kommt die denn her? So sah es jetzt zumindest aus. Also das war noch unglaublich. Wir haben vorher die Kamera nicht gesehen von da draußen, wie sich Laura Dahlmeier daran geschoben hat. Und schauen Sie hin, jetzt ist es am Ende ein 4. Platz um eine magere halbe Sekunde. Ist ja unglaublich, was sie da noch gezaubert hat. Also wollen wir es gebührend zu Ende bringen, die Schwedinnen auf Rang 2. Und da haben wir nochmal den Schlussspurt. Valentina Semerenko, die hier austrudelt und Laura Dahlmeier das fast noch ausnutzen kann. Während sich Norwegen über Gold freut, die Schwedinnen über Silber und die Ukraine Rang 3. Knapp sichert vor dem deutschen Team, aber wenn man es insgesamt sieht, den Verlauf, ist das noch eine richtig gute Platzierung, die sie da rausgeholt haben. Zwischenzeitlich, ich habe es gesagt, 20. gewesen, als Vanessa Hinz da unterwegs war, die Strafrunde produziert hat. 14 Nachlader für das deutsche Team plus Strafrunde. Russland also an 5, dann die Slowakei. Polen ist im Ziel an Position 7. Justine Bressas hat noch das Beste draus gemacht. Rang 8 am Ende für die mitfavorisierte Staffel aus Frankreich. Und immer noch nicht im Ziel die USA, die so lange mitgehalten hat. Und am Ende dann weit nach hinten abgeschlagen landen wird. Eine Strafrunde sich eingehandelt hat. Da kommt sie eingelaufen, die wird jetzt sicher viel, viel Trost von den Kolleginnen brauchen. Emily Dreißigacker, die so ja eine wirklich tolle Basis verschafft haben. Und hier wird gesprintet um den 10. Platz
was das Zeug hält. Italien und Weißrussland. Italien also am Ende auf Rang 10, auch hier mit einer Strafrunde und 9 Nachladern. Vitozzi vorneweg war die Stärkste im Team. Und jetzt haben wir es noch mal einfangen können hier aus einer anderen Perspektive. Und Laura Dahlmeier sieht das offensichtlich, dass sie da vorne nicht mehr voll durchzieht. Versucht alles da vielleicht im letzten Moment noch vorbeizugehen. Und das war hauchdünn am Ende für die Ukrainerin. Da hat sie ganz schön viel riskiert. Um eine halbe Sekunde. Wahnsinn. 10 Sekunden von der letzten Zwischenzeit, wo es praktisch nur bergab geht und einen kleinen Hügel rauf. Also da ist Laura nochmal nach diesem Spurt von Jurlova Pecht geflogen. Und das war, wenn man das jetzt im Nachhinein weiß, muss man sich schon fast ein wenig ärgern, dass nicht das, was verschenkt wurde. Aber wenn Laura auch auf der letzten Runde ein Mühe schneller laufen könnte. Aber wenn und aber, ist im Sport sowieso egal. 4. Platz. Und daran lag es ja dann am Ende eben nicht, sondern diese 14 Nachladern, hätte. Das ist ja immer dieses Reden am Ende, aber das sind eben diese 10 Sekunden, die du gespart hättest. Nur einen weniger und so weiter und so weiter. Wollen wir es dabei belassen? Also 4. Rang für die mitfavorisierte deutsche Staffel. Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Denise Herrmann und Laura Dahlmeier. Ja, Denise Herrmann ist zu uns gekommen. Denise, wir haben gerade das Ergebnis gesehen. Eine halbe Sekunde fehlt am Ende zur Bronzemedaille. Hätten Sie das zwischendurch noch für möglich gehalten? Biathlon ist ja immer erst zu Ende, wenn der letzte Schuss auch gefallen ist. Und Laura da wirklich. Sagt man immer, aber man glaubt ja dann doch nicht, wenn da 1,30 Rückstand steht, ne? Ja, aber es ist doch so, dass bei einer Staffel da mal viel passieren kann. Gerade auch, wenn mal doch ein bisschen eine Windbrise reinkommt, da müssen die anderen auch erstmal durchkommen. Deswegen, wir haben gefightet bis zum Schluss. Laura hat da echt eine super Schlussrunde nochmal gemacht. Und es ist echt ganz schön eng geworden. Also mal wieder 500 Meter weiter. Ich denke, dann hätten wir es schon noch gepackt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es halt einfach am Schießstand liegen lassen. Und es ist echt bitter, dass es halt jedes Mal beim Großereignis irgendwie passiert. Und ja, jetzt war es knapp auf Bronze, aber wir können da so viel mehr und das haben wir heute leider nicht zeigen können. Mit welchen Gedanken sind Sie in dieses Rennen gestartet? Sie haben, glaube ich, an 10 übernommen und an 6 wieder übergeben. Ich habe versucht, da schon voll zu attackieren und voll loszugehen. Das ist natürlich immer ein bisschen ein Risiko auf den Schießstand. Das ist auch ein bisschen schwierig, wenn man auf Stand 1 anschießt und dann auf Stand 10 dann zum Liegendschießen kommt. Das ist dann ein bisschen anders schon von Windverhältnissen. Da habe ich mich liegend dann heute auch ein bisschen schwer getan. Ja, da habe ich auch 2 Nachlader dann gebraucht und stehend auch nochmal. Also mal da wirklich einmal mit einer 0 durchgekommen. Da ist man dann doch noch ein Stück weiter vorne. Das ist echt ärgerlich und da haben wir uns heute wieder definitiv unter Wert verkauft. Aber ist es nicht auch so, wenn man zurückliegt, dass man das Risiko einfach eingehen muss? Nur läuferisch ist der Riesenrückstand, selbst wenn man so toll laufen kann wie Sie, nicht aufzuholen, oder doch? Nee, also das kann man dann wirklich auch nicht auflaufen, weil das ist wirklich eine 6 Kilometer insgesamt und man muss dann doch noch ein bisschen haushalten, damit man die Scheiben noch trifft, damit da nicht 10 Scheiben auf einmal wären aus 5. Und ich habe alles versucht, da wirklich sehr fokussiert anzugehen und auch wirklich da mit Vollgas war der einzigste Devise heute. Und ja, es ist leider unterm Strich dann nicht aufgegangen im Endergebnis. Ich danke Ihnen. Toi, toi, toi für morgen. Ja, und wir schließen uns natürlich den Glückwünschen für Norwegen an. Marte Olsby-Reuseland, die Schlussläuferin, sichert den Norwegerinnen also hier die Goldmedaille vor Schweden und Bronze dann am Ende für die Ukraine. 0,5 Sekunden dahinter, wir haben es ja auch gerade gehört. Deutschlands Damen, Sven, wenn man auch das aufnimmt, was Denise Herrmann gerade gesagt hat, dass sie es am Schießstand haben liegen lassen, 14 Nachlader. Und wir daran denken, was die Reporter auch gesagt haben, dass es beim Anschießen sogar so gut lief, dass man sich vielleicht hätte gar keine Sorgen zu machen brauchen. Wie erklärst du als Experte dann, dass es im Wettkampf dann gar nicht geht? Also Training und Anschießen ist eine Sache, aber im Wettkampf bei diesem Druck zu bestehen, das ist was anderes. Und gerade unter dieser Unruhe, auch die Staffel, wir haben heute viele Nationen gesehen, was da durcheinander ging. Also es war auch hochinteressant auf der einen Seite, aber auch turbulent. Und da muss man bestehen. Und wenn man die Laufzeiten anschaut, Deutschland bringt die schnellste Laufzeit, aber verlieren 2 Minuten am Schießstand. Und das war halt zu viel. Also ist das dann ein Mentalitätsproblem? Auf der einen Seite ist es ein Mentalitätsproblem, dass man sagt, okay, die eine neigt dazu und die andere, muss man aufbauen, man kann sich aufbauen. Und wenn alles nicht zusammenpasst, also wenn die eine oder andere Stellschraube nicht in Ordnung ist, dann kann das ganze System ins Wanken gehen und das war heute leider der Fall. Wir schauen nochmal auf die Entscheidung, die auch heute wie so oft beim letzten Schießen gefallen ist. Hanna Öberg, die Weltmeisterin über 20 Kilometer Einzel, lag vorne. Es gibt hier diesen Slogan der Organisatorin, a new drama every day. Und das ist nun aus Sicht der Schwedinnen leider schon zum zweiten Mal passiert.
let it happen. Genau, also es ist so, dass man hier auch bei ihr sieht, die hervorragend im Einzel fehlerfrei geschossen hat, eine Nervenstärke bewiesen hat. Und wenn sie das zeigt, oder sie zeigt das sozusagen nach dem Motto, das ist nicht so einfach, hier bei einem Biathlon zu treffen. Und aus dieser Situation heraus gibt es jemanden, der halt diese Chance nutzt. Und Mathe Olsby ist dafür bekannt, dass sie rotzfrech da durchzieht. Und genau das sind einfach die Qualitäten, wenn du angesprochen hast, Mentalitäten, die einfach da notwendig sind. Und die Hanna wird immer besser, aber hier musste sie leider auch sozusagen diesen Nachlader nutzen. Aber in dem Fall trotzdem noch getroffen und die Strafrunde vermieden und damit auch Silber erkämpft. Die Strafrunde vermieden, das konnte am Ende Vanessa Hinz leider nicht von sich sagen. Im liegenden, vielmehr im stehenden Anschlag musste sie dann die Strafrunde ja in Kauf nehmen. Wir hatten vorher ja gesagt, dass Vanessa und Franziska nicht mit dem allzu großen Selbstbewusstsein hier die Staffel angetreten haben. Meinst du, das hat eine Rolle gespielt, wenn wir hier das Schießen nochmal sehen? Das hat mit einer Rolle gespielt, ganz klar. Aber man darf auch nicht vergessen, Vanessa ist auch sehr gut gelaufen. Also von der Einzelzeit lag sie etwa ja, doch nicht so weit weg, dass man sagt, das ist komplett weg. Aber vom Schießen, auch für sie natürlich, am Anfang geht gleich der Schuss hoch weg, ist schön eingekreist. Wir haben das hier schön simuliert. Und wenn man diese Fehler sieht, dann sagt man sich, okay, die Treffer waren in Ordnung, aber auch die Fehler knapp. Aber das gehört eben auch dazu, dass man auch das Glück des Tüchtigen hat. In dem Fall leider gegen Vanessa. Und die Nachlader reichen dann eben nicht aus. Gerade wenn du drei Fehler hast und hast nur noch drei Nachlader, dann weißt du genau, oh, jeder muss sitzen. Ja. Und wenn der erste nicht sitzt, dann weißt du, okay, ich gehe in die Strafrunde. Und dann baut sich der Druck immer höher auf. In dem Fall noch glücklich, dass sie nur noch in Anführungsstrichen mit einer weggegangen ist. Und sie hatte im Laufen wirklich dann bewiesen, okay, ich versuche das wieder Schaden zu begrenzen. Das ist ja auch einigermaßen geschafft. Aber es gibt erstmal am Anfang so eine Unruhe rein. Und mit dieser Unruhe kam überhaupt nicht die Franziska Hildebrand klar. Genau, das kann man dann auch bei ihrem ersten Schießen sehen. Auch im Anschießen gut, dann aber auch drei Nachlader. Sie gilt ja nun wirklich mal als sichere Schützin. Gerade eben das. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, so nach dem Motto, okay, ich habe meine Stärke. Und sie dann nicht auszuspielen, das ist eben schwer. Aber andererseits, das gehört mit dazu und deshalb ist es immer so, man gewinnt eine Staffel zusammen, man fühlt füreinander oder man baut sich daran eben nicht auf und dann zerbröselt das. Aber wenn man dann am Ende auf die Bilanz schaut, bei 8 Schießen von 4 deutschen Damen hat es tatsächlich nur ein einziges Schießen gegeben, bei dem es keinen Nachlader gegeben hat, nämlich der zweite Anschlag von Laura Dahlmeier. Damit ist natürlich kaum ein Blumentopf zu gewinnen. Ne? Ja, da zeigt sie aber, dass es geht. Also, dass alle es können, ist das eine, aber das andere auch dann abzurufen unter dieser Drucksituation, das ist nochmal eine Steigerung und dem waren die Damen heute in der Summe nicht gewachsen, wobei man aber fairheitshalber sagen muss, Denise hat ein super Rennen gemacht. Auch hier, wenn man das Schießen noch mal sehen von Laura Dahlmeier, wie sie zum Schluss wirklich dort konzentriert versucht hat, okay, Medaille ist noch möglich, ich bleib dran und das, sie gibt sich nicht auf, das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, weil man schon bei der Kritik auch Sinn, auch ein Lob an Denise Herrmann, die mit diesem Druck gut klargekommen ist absolut. Und im Laufen ihre Stärke ausgespielt hat und im Prinzip nur mit wenigen Nachladen hat, war die zeitschnellste von den Vieren. Gut, Sven, dann danke ich dir für die Einschätzung. Platz 4 am Ende für Deutschlands dynamische Damen.